Hey, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen auch sofort rein in das Interview, also in den zweiten Teil des Interviews mit Bas Cast. Wir reden über Berufung, wir reden darüber, warum er so ein Buch geschrieben hat. Und eine Zuschauerin ruft an und da kommen auch sehr, sehr interessante Sachen zutage. Also bleib da unbedingt dran. Wenn du das Interview, also den ersten Teil, noch nicht geguckt hast, dann das erstmal anhören. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Bis dann. Was möchtest du mit oder möchtest du etwas Besonderes mit dem Buch bewirken bei anderen Menschen oder war das für dich eher so eine Art Auseinandersetzung? Du meinst jetzt das Buch eines Sommers, der Roman? Ja, genau. Naja, gut, also in erster Linie glaube ich, ein Roman ist ja erstmal eine Geschichte, die in erster Linie unterhalten will. Also, dass man einfach mal, also mein Ziel Schmökern war, möchte. Ja, naja, ich dachte immer, ist doch schön. Ich finde, also ich bin immer begeistert von, das typischste Beispiel für mich ist, sagen wir mal, du fühlst dich scheiße oder du fühlst dich down oder du bist irgendwie traurig oder was auch immer. So, und du setzt dich jetzt abends hin und guckst einen Film 2 Stunden lang, 1,5 Stunden oder 2 Stunden und nach dem Film fühlst du dich anders. Nach dem Film fühlst du dich besser. Dein Bewusstseinszustand hat sich durch diese 1,5 Stunden, diese 2 Stunden verändert. Du siehst dich selbst anders, du siehst vielleicht, ich habe es oft bei Filmen, du willst ein besserer Mensch werden, du willst nicht so kleinlich sein, oft haben Filme diese, ja auch thematisieren das ja auch, oft thematisieren Filme auch der Aspekt des Nicht-Aufgebens und so weiter. Diese also, Heldenreise auch. Ja, die Heldenreise, also sie geben dir auch Mut und so weiter. Und am Ende fühlst du dich besser, du hast mehr Mut gefasst, das geht dann auch wieder vorbei und so weiter. Man kann es ja am nächsten Abend wieder gucken. So. Aber ich fand faszinierend, jemand ist in diesem Zustand, jetzt guckt er den Film und danach ist er ein anderer. Und das finde ich auch bei einem Buch so. Du setzt dich hin und du fühlst dich vielleicht nicht so, du liest und fühlst dich anders, besser. Zumindest hast du eine andere Perspektive. Du denkst über andere Dinge nach, vielleicht ziehst du dein Leben anders und so weiter. Vielleicht hast du eine größere Perspektive jetzt. Und so ein Buch wollte ich auch gerne schreiben, weil ich das selber cool finde. Darum geht es in erster Linie. Und ich denke, ein Roman ist dafür besonders geeignet, weil du in so eine Geschichte kommst. Und besonders dann auch ein kurzer Roman, weil ich dachte mir immer, du setzt dich in den Zug. Das war immer meine Vorstellung. 3-4 Stunden. Du kommst an und bist ein anderer oder du denkst irgendwie anders oder du sagst, hey, das war jetzt echt so ein Ausflug in eine andere Welt. Ich denke jetzt über bestimmte Dinge und über mich selbst anders. Das vergeht auch wieder. Ja, aber das waren 3-4 Stunden. Stell dir mal vor, 3-4 Stunden, so wenig Zeit. Und der Roman ist ja ziemlich dünn, länger braucht man nicht. Und dieses Gefühl fand ich einfach toll. Und das sozusagen, also, das sowas selbst zu machen, war sozusagen, wollte ich gerne. Also im Grunde eher ein Leben oder ein anderes Leben im Alltag zu verändern und nicht langfristig. Also ja, weil ich denke, diesen kleinen Impuls zu geben. Genau, und den Impuls, weil ich denke, für langfristige Veränderungen, das ist ja oft so, dass man auch davon ausgeht, okay, psychologisch bei Veränderungen, dass man sagt, also mit dem Glück oder mit allem, mit etwas im Leben, das verhält sich so, so und so. Und jetzt hast du das jetzt verstanden, wie das funktioniert, wie man optimistischer denkt. Ja, sagt man dann, okay, das habe ich verstanden. Nur das Verstehen auf einer kognitiven Ebene bewirkt ja noch keine Verhaltensänderung. Ja. Sozusagen, wenn du sagst, es ist wichtig, im Augenblick zu leben, hast du das verstanden. Es gibt nur den Augenblick. Die Zukunft gibt es nur im Kopf. Das ist immer jetzt. Und es kann auch jederzeit vorbei sein. Es könnte morgen wirklich vorbei sein. Hast du es verstanden, deine Endlichkeit? Ja, habe ich verstanden. Aber du vergisst es ja alles wieder. All diese psychologischen Sachen, Weisheiten vergisst man. Deshalb rufen ja Religionen dazu auf, jeden Sonntag zur Messe zu kommen, um gewisse Weisheiten des Lebens, des Miteinanders, auch wie man ein guter Mensch ist und so weiter, das immer wieder zu wiederholen. Religionen wissen, wie praktische Psychologie funktioniert. Und das heißt, es reicht sicherlich nicht, ein Buch einmal zu lesen und dann ist man verändert. Man,
das ist eine Sache und die Weisheiten im Grunde sollte man für sich selbst immer wieder wiederholen. So wie man eine Meditation macht man ja auch nicht einmal, sondern man muss Meditation immer wiederholen. Buddhismus hat das also auch verstanden. Es ist nur so eine Art von kognitive Psychologie oder so eine westliche Einstellung, weil auch implizit eher, die sagt, also du einmal was verstanden, das bewirkt schon die Verhaltensveränderung. Mit der Ernährung ist es genauso. Ich kann dir sagen, was wie gesunde Ernährung. Zwei Wochen Diät. Ja, aber nicht nur das, ich kann dir auch sagen, so und so geht gesunde Diät. Ganz einfach. Ich kann dir die Regeln nennen, das steht im Ernährungskompass. So, aber nach ein paar, dann bist du begeistert, du machst mit, du siehst vielleicht gute Veränderungen. Nur nach ein paar Wochen kehrst du wieder so in alte Muster zurück. Das muss irgendwie wiederholt werden. So ist das mit allem. Und deshalb bilde ich mir jetzt nicht ein, dass man durch das Lesen des Romans dann zur Erleuchtung gelangt oder so. Aber es ist ein Beispiel wie ein Film, der oder wie ein anderes Buch, das zu einer gewissen Nachdenklichkeit führt oder Bewusstwerdung, auch mal wieder zu fragen, lebe ich das Leben so, wie ich es leben möchte? Und was hält mich eigentlich davon ab, meine Träume zu verfolgen? Ein Angebot von vielen. Ja, da gerade in dem Buch sind so viele Szenen drin, die eine Szene, die mir sehr, sehr was nahe ging, aber auch sehr im Kopf geblieben ist, als der Hauptcharakter mit seiner Familie im Flugzeug sitzt und mit seinem Sohn, ich meine, eine Geschichte liest oder irgendwas spielt und eigentlich aber die ganze Zeit nur mit dem Kopf bei der Arbeit ist. Und eine Frau aus einer Sitzreihe ihn dann quasi so zulächelt im Sinne von, oh, du bist ja ein toller Vater. Und er dann selber mit sich diesen Konflikt hat, wo er merkt, dass er sich wie ein wie ein Lügner fühlt gegenüber ihr. Ja. Das sind so kleine Szenen, finde ich, in diesem Buch, die einem total einfach aus dem Alltag gegriffen echt zum Denken anregen. Ja, jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich an eine Szene, wo ich im Zug saß. Wir saßen im Speisewagen, mein Sohn und mein ältester Sohn und ich. Ja. Der ist jetzt 7, damals war er vielleicht 5 oder so. Ich glaube, wir saßen im Zug nach Holland zu meiner Schwester. Meine Schwester wohnt in Holland. Eine lange Fahrt und wir saßen im Speisewagen und wir hatten, glaube ich, so ein Puzzleset. Damals bekam man das noch von der DB bekommen, womit man dann ein Kind unterhalten kann. Ja. Yeah. Und ich habe die ganze Zeit mit meinem Sohn gespielt, diese Spielchen gemacht. Mir war ja auch klar, wenn der anfängt, sich zu langweilen, dann wird er nörgelig im Zug. Und es ist also in meinem eigenen Sinne, ihn jetzt hier auch gut zu unterhalten. Und schräg gegenüber saß eine ältere Frau, die uns wohl heimlich beobachtet hat. Und irgendwann kam sie auf mich zu und es war sehr rührend. Sie sagte dann so, Sie sind ein toller Vater, sagte sie. Und ich kam mir nicht, natürlich, war ein guter Moment mit meinem Sohn. Ja. Aber einerseits war es bewusst für mich. Ich habe mich bewusst mit ihm natürlich dahingesetzt und diese Spiele gemacht, auch aus Egoismus, um nicht das damit Nörgeln, er nicht, genau, damit er nicht anfängt zu nörgeln und ausrastet und so. Ja. Hinzu kommt, dass ich nicht immer so bin. Und so weiter und so weiter. Aber ich habe, glaube ich, nicht bewusst an die Szene gedacht, die ich im Buch dann beschreibe. Aber jetzt, wo du es mir sagst, erinnere ich mich an diese Szene. Und er fühlt sich so eben, weil es von außen so aussieht, das ist ein toller Vater, der seinem Kind vorliest. Aber er leidet eben darunter selber auch, dass er während des Vorlesens im Grunde an seine Arbeit denkt und versucht, Probleme von seiner Arbeit zu lösen. Ja. Und diese Situation an sich kenne ich natürlich auch als Vater. Aber du bist da wirklich sehr, sehr gut drin, weil es so oft in diesem Buch passiert, so kleine Analogien oder Metaphern reinzuschmeißen in die Story, die einfach sitzen. Das freut mich zu hören. Ne? Also das ist halt wirklich eine davon und die bei mir besonders hängen geblieben. Kurzer Themenwechsel, der Podcast heißt ja Arbeit mit Muße, deshalb frage ich immer gern meine Gäste einmal, was sie unter dem Begriff der Arbeit, der Muße und letztendlich auch Arbeit mit Muße verstehen.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob du da nicht den Falschen fragst, weil für mich, ich habe ja von Anfang an oder sehr schnell in meinem Leben ist mir klar geworden, dass ich eine Arbeit machen möchte, dass ich mein Hobby zu meiner Arbeit machen will. Das ist keine falsche Antwort. Ja, gut, aber und das war ein ganz klares Ziel von mir. Auch sehr bewusst. Also ich wusste, ich bin sonst, also ich weiß noch, ich habe an meinem Liebesbuch gearbeitet damals und Wie lange ist das her ungefähr? das war so Anfang 2000, also 2004, es ist 2003 muss die Arbeit Okay. gewesen sein. 2004 ist das Buch über die Liebe erschienen. Das war mein erstes großes Buch eigentlich. Und ich hatte mir auch freigenommen. Ein halbes Jahr, ich arbeitete damals in Berlin beim Tagesspiegel, hatte mir ein halbes Jahr freigenommen und stand ein bisschen unter Druck, weil es auch so einen Überblick über das, was die Wissenschaft über die Liebe weiß, bieten wollte. Und es waren einfach viele Studien, die ich lesen musste und auch wollte. Und ich habe damals, ich hatte noch keine Kinder, ich habe echt 7 Tage die Woche gearbeitet, von morgens bis abends. Ich bin sonntags aufgestanden, habe mich hingesetzt, Studien gelesen, ich habe geschrieben. Und wenn ich das nicht getan habe, bin ich nervös geworden. Und ich weiß auch, dass mein Schwager irgendwann sagte, Bas, und der arbeitet viel und der sagte, ich kenne ka kaum einen Menschen, der so fleißig ist wie du. Und da fiel es mir auf, dass er mich so sah, während ich merkte sozusagen, ja, aber ich bin, glaube ich, nicht fleißig. Diese Art von Arbeitseinsatz bringe ich nur, weil es mich selbst so fasziniert, weil es ich selber so faszinierend finde, weil es mein Hobby ist, sozusagen, das ich hier machen darf und wofür ich dann auch noch bezahlt werde. Und das habe ich auch schnell so in mir erkannt, so auch schon in der Schule habe ich das so erkannt in mir, dass ich nicht fleißig an sich bin, dass ich immer nur Einsatz zeige, wenn ich selber fasziniert bin. Und ich wusste dann ziemlich schnell, es muss mir gelingen, etwas zu machen, was mich fasziniert, weil nur dann bringe ich den notwendigen Einsatz. Und es gab im Laufe des Berufsweges, obwohl ich immer in dieses dann in das Schreiben reingekommen bin, es gab auch immer wieder Projekte, wo es leider so war, das hat mich nicht wirklich fasziniert, die musste ich machen. Ich war ja langer Redakteur beim Tagesspiegel. Da kannst du dir nicht alles raussuchen. Da musst du es einfach machen, was die Chefredakteure von dir wollen oder die Kollegen wollen. Oder sie kannst nicht einfach nur in dich gehen und sagen, ach, mich interessiert jetzt ein Roman, sondern du musst einfach Sachen machen, die für eine Zeitung erledigt werden müssen. Ich habe gemerkt, wie sich bei mir Widerstand da aufbaut, wie jeder Fleiß erledigt dann ist. Und daher kommt, denke ich, auch dieses sehr starke sozusagen Empfinden dafür, dass man in sich gehen muss, um zu gucken, was liegt mir wirklich. Und dass du einen Weg finden musst, dies zumindest zum Teil zu verfolgen. Sozusagen, wenn das Schreiben ist, okay, vielleicht, wenn es Schreiben ist, ist ein Roman vielleicht das Ideal, weil du die vollkommene Freiheit hast. Da kannst du über alles schreiben, wie du willst. Du musst noch nicht immer recherchieren im Prinzip, manchmal schon natürlich, aber im Prinzip könnte es einfach pur aus deiner Fantasie sein. Gibt es so genügend Romane, ne? Aber das muss es nicht sein. Wenn es nicht ganz das ist, dann versuche es mit Reportagen zum Beispiel, dass zumindest 80 oder 70% dieser Energie abgerufen werden kann, dieser Begeisterung. Das denke ich. Ein bisschen mich jetzt auch an Elon Musk erinnert. Ich denke, Elon Musk, er macht diese Arbeit, er sagt ja, er arbeitet, bis es schmerzhaft ist. Er sagt, es ist schmerzhaft, so viel zu arbeiten wie er. Also, ich will mich überhaupt nicht damit vergleichen, weil er arbeitet ja wirklich bis Er an die. schläft ja dort. Er schläft, genau. Es gibt Zeiten, da schläft er in der Tesla-Fabrik und so. Und das ist, in einem Interview sagt er das auch, dies ist einfach schmerzhaft, so viel zu arbeiten. Und an dem Punkt war ich nie, ich habe ja auch keine 2 Firmen und so weiter, bei mir ist das alles viel, viel bescheidener. Aber ich denke, er macht das, er kann das, weil es ihn wirklich begeistert. Und ich denke, das ist ein großes Anliegen von mir und teilweise spielt dies auch wieder rein in den Roman.
finde das, was dich wirklich begeistert. Das ruft all diese Energien ab. Nur dann bist du auch wirklich gut. Nur dann kannst du auch all diese Hürden, die dir im Weg gelegt werden. Es ist nicht einfach. Ein Buch über 3-4 Jahre zu schreiben, ist nicht einfach. Ein Roman ist nicht einfach, wenn du nicht kein Genie bist. Und bin ich leider nicht. Es ist harte Arbeit einfach. Mhm. Und das geht, wenn du dich in diese Arbeit verliebt hast. Dann bist du bereit, Opfer zu bringen und Widerstände, misslungene Seiten auszuhalten, nochmal anzusetzen. Musst du jetzt bei diesem Roman auch nochmal einen ganz neuen Anfang machen und so weiter. Das heißt, die Arbeit dann geht oft dann doch mit so vielen Hürden einher. Es gibt diesen schönen Satz von Randy Pausch, so ein Professor, der gestorben ist, weil er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat da noch so ein Buch geschrieben mit Weisheiten am Ende seines Lebens, auch für seine Kinder. Und eine seiner Weisheiten war: Mauern da draußen, auf die du stößt, auf dem Weg zu deinem Ziel, sind nicht dazu da, dich von etwas abzuhalten, sondern sind dazu da, um dir zu zeigen, wie sehr du etwas willst. Und ich finde das einen herrlichen Satz, eine wunderbare Weisheit. Und das stimmt. Es ist okay, wenn du in deine Arbeit verliebt bist. Es ist okay, wenn diese Widerstände auftauchen. Du merkst, du machst weiter. Und dadurch, dass du weitermachst, dadurch, dass du dir selber sagst, schau mal, verdammt nochmal, wie viel Schmerz du aushältst, wie viele Widerstände, wie viele Leute dir gesagt haben, dass dieses Buch, zum Beispiel beim Millionenkompass, der Verlag hat gesagt, dieses Buch können sie vielleicht schreiben, wir können es nicht verkaufen. Ich musste einen neuen Verlag suchen, was sehr unangenehm war. Und ich schrieb immer unter diesem Eindruck, ah, vielleicht verkauft es sich nicht. Und die haben mir schon gesagt, so. Und ich meine nur, du nimmst es in Kauf und das ist für dich ja auch innerlich ein Beweis. Warum machst du es trotzdem? Weil du es eben wirklich sehr liebst. Ja, das ist, es gibt dir Energie. Ich glaube, das war auf jeden Fall die inspirierendste Antwort, die ich bis jetzt auf diese Frage bekommen habe. Na, cool. Also vielen, vielen Dank dafür. Und das ist, das merkt man bei dir ja auch. Ne? Also so wie du hier sprichst und auch so wie das Buch ist. Mhm. Ich habe jetzt nicht alle deine Bücher gelesen, aber ein paar. Und es ist halt einfach, du stehst halt so dahinter. Und das jetzt merkt man, um jetzt mit dir zu sprechen, das merkt man halt sehr, sehr stark. Und dann ist man aber auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ja, und das hat, also verstehe mich nicht falsch, das hat auch sein Manko, wenn es um Sachen geht, die man tun muss und die ich einfach so hartnäckig dann auch vernachlässige, ne? So wie bürokratische Dinge, wo ich gerade sein lasse. Neulich musste ich wieder der Steuer eine Strafe zahlen, weil ich es gar nicht ernst genommen habe, was sie an Formularen verlangt haben und so. Ich habe da keinen Sinn für. Es ist irgendwie das... geht bei mir so bei einem Ohr rein und da wieder raus, bis ich dann merke, wow, ich muss hier einen horrenden Betrag Strafe zahlen. Mhm. Einfach nur, weil ich eine Vorauszahlung einfach nicht ernst genommen hatte und so. Also, und dann auch so Aufgaben, die man als Angestellter erledigen muss, die dann echt, wo auch teilweise Chefredakteure von mir enttäuscht waren oder sauer waren auch, weil ich das so vernachlässigt habe. Also es ist auch ein Manko. Aber es ist sozusagen, es hängt davon ab, in welchem Milieu du bist. In einer gewissen Situation ist es ein Manko, in einer anderen ist es ein Vorteil. Und eine Form von Weisheit besteht ja auch darin zu erkennen, okay, such dir eine Situation, wo deine Vorteile aufblühen können. Möglichst oft da reinzuspringen. Genau. Man könnte natürlich auch, gerade das, was du gerade mit der Steuer sagtest, letztendlich ist es ja auch so eine Art Glücklichkeitsrechenspiel, dass wenn du die Zeit, die du nicht damit verbracht hast, diese Formulare auszufüllen, hast du eventuell mit anderen Sachen verbracht, die eben dich dort irgendwo weitergebracht haben. Ja, ein bisschen ist es da schon. Ja. Genau, und dann hast du letztendlich dafür bezahlt, wie bei einem Mitarbeiter. Du bezahlst dafür, dass du halt mehr Zeit für was anderes hast. Das stimmt, ja. Okay, wir
nähern uns dem Ende, auch wenn ich habe eine riesen Frageliste gemacht und musste aussortieren. Alles was, wegschmeißen. Ja, nee, wegschmeißen nicht. Das machen wir dann. Die Fragen, die du formuliert hast, machen wir dann im nächsten Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir natürlich nochmal eine Folge machen könnten. Das macht mir sehr Spaß und super interessant mit dir. Ich würde jetzt einmal gerne zu den Zuschauerfragen kommen, wovon wir zwei, einmal rufen wir gleich jemanden an, die Annika, und bei Facebook hatte ein Heiko geschrieben, Bas, welche drei Dinge, oder nicht, also welche drei Dinge kann er auf den Tod nicht ausstehen? Ich denke, erstens würde ich sagen, ignoriert werden. Mhm. Ich finde, damit habe ich echt ein Problem. Wenn ich finde lieber, jemand kritisiert mich, als dass ich ganz ignoriert werde und gar nicht wahrgenommen werde. Mhm. Zweitens Lärm. Ich bin sehr lärmempfindlich. Also die Fenster hier, wo ich hier sitze, sind so Schallfenster. Die nächsthöhere Stufe wäre Panzerglas gewesen. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Mit Baustoff zwischen. Ja, also man kriegt es nicht wirklich leise. Ich wohne hier in einem alten Haus, das wir alt haben wir gekauft, wir haben es ein bisschen renoviert. Ich dachte mir, jetzt wo ich schon renoviere, dann mache ich da vernünftige Fenster rein, das hilft ein bisschen. Mhm. Aber wenn ein Haus alt ist, dann bringt Lärm durch die Ritzen und überall hindurch. Ich würde sagen, diese zwei Sachen stören mich massiv. Vielleicht dann wäre eher eine klassische Antwort mangelnde Großzügigkeit. Also wäre etwas, was mich sehr stört. Würde ich nicht als klassisch sehen? Also ja. Okay, na, umso besser. Aber umgekehrt beeindruckt mich Großzügigkeit. Aber mangelnde Großzügigkeit, finde ich, stört mich sehr. Bei dem Thema habe ich letztens unglaublich interessanten Gedanken von einem Bekannten, Rechtsanwalt, bekommen. Der sagte nämlich, und das fand ich unglaublich cool, der sagte, dieses Thema, mach doch mal einen Freundschaftspreis, so ungefähr. Ne? Also, weil wir uns gut kennen, bekomme ich etwas billiger von dir. Er meinte, was für eine absurde Denke ist das denn eigentlich? Weil eigentlich möchte ich doch als dein guter Bekannter oder Freund für deine Leistung, die du aufbringst, die du kannst, die ich brauche, würde ich dir doch eigentlich noch mehr geben, um dich zu unterstützen. Also diese Großzügigkeit, dass man, und bei einem Fremden nimmt man Rabatt. Okay, ja, das ist interessant. Ich sehe es nochmal anders. Ich sehe, es gibt, glaube ich, zwei Sphären. Es gibt eine Sphäre, eine Geldsphäre, okay, und es gibt eine Freundschaftssphäre. Mhm. Also das radikalste Beispiel wäre, du hast jetzt Sex mit deiner Freundin, und am Ende des Sex sagst du, hier sind 100 Euro. Sagen wir mal, ein harmloseres Beispiel wäre, Freunde kochen für dich. Und du zückst am Ende des Abends 50 Euro oder so. Ja. Oder noch jetzt ein realistischeres Beispiel, eine Nachbarin geht für dich einkaufen und sie nimmt einfach Einkaufstüten mit und du gibst ihr 20 Euro. Das wird jetzt plausibler schon. Mhm. Und trotzdem, es gibt so einen Bereich des Lebens, der ist sozusagen, da geht es nicht, das kann das, was man tut für den anderen, ist gar nicht wünschenswert, dass dies mit Geld sofort abbezahlt wird, dass die Schuld sofort mit Geld abbezahlt wird, sondern es geht mehr darum, um so ein latentes, wir gehören zusammen, mal gibst du mir mehr, mal gebe ich dir mehr und so weiter. Es gibt aber kein direktes Abbezahlen. Mhm. Und Kontoausgleich. Genau, und es gibt diesen Geldbereich, wo eben du gehst zu einer Prostituierten und da wird es abbezahlt. Du gehst ins Restaurant und da wird das Essen bezahlt. Oder du bestellst den Lieferservice, da wird dieses Essen bezahlt. Zugleich erwartet keiner jetzt eine sonstige Verpflichtung darüber hinausgehend. Es gibt keine Freundschaft der Prostituierten oder dem Restaurant oder dem Lieferservice gegenüber. Ja.
es sind für mich zwei Bereiche und insofern würde ich eher sagen, unter Freunden entweder gratis oder gar nicht und im Business-Bereich, also zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel ist auch so oft für mich, sind dann so Einladungen, wo einem 100 oder 200 Euro für einen Vortrag geboten werden, dann denke ich immer sozusagen, ja, bei einer Schule zum Beispiel, dann denke ich immer, na, lassen wir das doch lieber, ich gehe zu einer Schule aus anderen Gründen, denn aus finanziellen. Wenn ich da über Ernährung oder so spreche, dann gehe ich dahin, weil ich Kinder mag, weil ich das vernünftig finde, weil ich es okay finde und weil ich es gut finde. Mir ist klar, dass ihr kein Geld habt. Mein Geld verdiene ich dann, wenn ich zu einer Firma gehe, die viel davon hat. Und da will ich aber dann keine 100, da will ich ein paar Tausend, sagen wir mal. Dass du sagst, okay, es gibt einen Bereich von Geld, da versuche ich zu verdienen. Es gibt einen Bereich, da verdiene ich nicht und das ist auch okay. So denke ich eher so ein bisschen drüber. Es führt jetzt vielleicht schon fast zu weit auch wieder. Nein, aber das ist ja, gerade das, was du gerade mit der Schule sagtest, passt ja auch zu dem Thema Großzügigkeit wieder. Ne? Das, du verzichtest ja auf das Geld, um dann letztendlich Gutes zu tun. Platt gesagt. Ja, teilweise kann man, und teilweise heißt es dann auch, dass man umgekehrt an anderer Stelle das wieder verdienen muss. Ja. Was auch okay ist. Genau. Okay, wollen wir einmal die Annika anrufen? Ja. Oh ja, ganz deutlich. Ja. Hallo, Annika. Hi, Annika, grüß dich, Philipp hier vom Podcast. Vielen Dank, dass du deine Fragen stellen möchtest. Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Okay. Es freut mich total, dich kennenzulernen. Erstmal vorweg wollte ich einmal kurz sagen, dass es mich total, also das Buch hat mich total begeistert, ehrlich gesagt. Und über welches reden wir jetzt? Über das Buch eines Sommers. Ah, okay, ja, schön. Genau, und ich fand einfach, dass du so richtig schön die Einfachheit von Gefühlen und Gedanken in Worte gefasst hast, die man selbst zwar kennt von sich, aber nicht so richtig weiß, wie man sie beschreiben würde. Das fand ich, fand ich echt schön und anschaulich. Ja, schön. Ja, danke. Freut mich. Gerne. Und ich wollte zwei Fragen stellen gerne. Und zwar wollte ich gerne wissen, für dich beim Schreiben, was deine treibende Kraft war, ob du in erster Linie sozusagen deinen eigenen Schicksalsschlag verarbeiten wolltest durch das Buch oder ob du anderen Leuten in erster Linie damit helfen wolltest. Ja, okay. Das waren die beiden Fragen dann auch schon. Das war eine Frage. Okay, jetzt kommt die zweite. Okay. Wir können ja nacheinander beantworten. Also vielleicht erstmal. Okay. Ja. Gerne. Also ich denke, bei all meinen Büchern steht anfänglich der Impuls, dass ich selber eine Frage habe oder mit etwas nicht klarkomme. Zum Beispiel habe ich selber Probleme mit der Liebe, meine, ich hätte keinen Erfolg beim Flirten oder in der Partnerschaft oder so und würde gern wissen, wie das geht und hoffe mir von der Wissenschaft ein paar Antworten auf dieses Rätsel. Oft auch einfach, um mich selbst zu beruhigen. Also es geht nicht immer nur um praktische Tipps, die sind auch willkommen, aber geht es auch mehr so, um mich selbst zu beruhigen. Oder auch, weil es mich so beschäftigt, weil ich Probleme damit habe, weil ich es kompliziert finde oder weil ich es emotional aufwühlend finde. Einfach nur, dass ich mich in irgendeiner rationalen Weise damit beschäftigen kann. Das war bei der Liebe so. Bei der Kreativität fand ich oft so, du könntest schon ein Funke kreativer sein. Damals dachte ich mir schon, habe ich auch schon einen Roman probiert, hat nicht geklappt. Dann bin ich auch bei dem Kreativitätsbuch gelandet mit dieser Frage, gibt die Wissenschaft irgendwelche Antworten darauf? Kann man irgendwie kreativer werden oder ist das angeboren? Oder mit dem Glück in der Gesellschaft zum Beispiel, dass ich selber oft so rastlos bin, was schon eine Rolle gespielt hat bei diesem Buch. Ich weiß nicht, was ich wollen soll und so. Und bei der Ernährung war es auch klar. Ich habe mich einfach selbst schlecht ernährt. Ich hatte diese Herzbeschwerden. Und also intern merke ich, das muss einfach da sein. Dieses Urinteresse von mir selber, in mir muss es eine Wahnsinnsfaszination geben, aus gutem Grund auch, weil im Buch eben, ich habe das eben im Gespräch, haben wir schon darüber geredet auch, es dauert oft dann doch auch ein paar Jahre. Es ist oft nicht einfach. Es ist so mit
ja, auch mit Schwierigkeiten verbunden, dass man manchmal einfach nicht weiterkommt. Aber wenn die Faszination, ich würde fast sagen Liebe, so groß ist, dass du trotzdem nicht aufgibst, das ist eben gut. Und es ist ja auch oft so, wenn du das Buch mal geschrieben hast, wenn alles gut geht, wenn alles schlecht läuft, musst du dich ab da nie wieder darüber unterhalten. Das heißt, niemand interessiert sich dafür. Aber wenn alles gut läuft, ich meine, wir gehen jetzt mit dem Ernährungskompass zum Beispiel ins vierte Jahr und ich habe inzwischen die Schnauze voll, zum 500. Mal über Omega-3-Fettsäuren zu reden. Das ist aber, und da, weißt du, ich will nur sagen, es ist einfach wichtig, dass du diese Urfaszination hast, weil nach dem Buch, selbst wenn du es zustande bringst, kommt dann noch diese Phase, wenn alles gut geht, dass du es mit einer gewissen Leidenschaft und auch Begeisterung dann auch anderen daraus vorlesen musst und willst und darüber reden willst in einem Podcast wie diesen. Und deshalb immer dieser Impuls. So, und dann in einem zweiten Prozess bin ich natürlich auch sozusagen, wenn man so will, insofern Profi, dass ich mich frage, okay, ist das jetzt nur für mich interessant oder ist das von allgemeiner Bedeutung? Das ist sogar ein Aspekt, den ich jetzt in dem Roman explizit auch diskutiert habe, dass so ein Buch, was aus dem Privaten entsteht, irgendwie so eine übergeordnete allgemeine Bedeutung bekommen muss aus meiner Sicht, sodass ich merke, okay, das geht nicht nur mich an, das ist kein rein privates Problem, wie das Wehwehchen, das ich in meinem linken Zeh habe, sondern es hat eine größere Dimension, die einer größeren Gruppe von Menschen angeht. Nicht unbedingt jedem was angeht, nicht jeder fragt sich, wie er kreativer will, viele interessiert das nicht, aber doch ich bin nicht der Einzige. Und diese allgemeine Bedeutung, je größer die ist, umso schöner ist das natürlich. Manchmal ist sie kleiner, wie bei der Kreativität. Bei der Ernährung, jeder muss sich ernähren, war sie sehr groß. Bei der Frage, wer bin ich, weiß ich nicht, wie viele sich die stellen. Lebe ich wirklich das Leben, das ich leben möchte? Das ist so die Thematik jetzt im Roman. Mag vielleicht so zwischen diesen beiden Fragen liegen. Und das ist aber so ein bisschen so in die zweite Instanz. Also, man kann es auch anders beschreiben. In erster Instanz sozusagen, liebe ich das Thema? Wird es mich über Jahre hinweg faszinieren? In zweiter Instanz die Frage, kann ich das auch verkaufen letztlich in einem sehr praktischen Sinne? Das haben wir eben auch besprochen, ich hatte immer auch dieses Ziel, ich will auch dafür sorgen, dass ich von meinem Hobby leben kann. Und dann, musste auch sozusagen diese Frage stellen, ist das etwas, was ich mit einiger Wahrscheinlichkeit, weil ganz voraussehen kannst du das nie, dann irgendwie auch verkaufen lässt. Sodass ich eben davon leben kann, sodass ich vom Schreiben leben kann. So ungefähr geht der Prozess bei mir, wenn ich nach einem neuen Buch suche. Also im Moment, ich bin im Moment total fasziniert von, weil das im Roman fängt es ja schon so ein bisschen an, so eine Art von, wenn man so will, spirituelle Suche nach dem Ich, aber auch nach Weisheit. Ich merke jetzt, dieses Gefühl ist immer noch da. Also zum Beispiel nach dem Ernährungskompass, das Bedürfnis, noch mehr über Omega-3-Fettsäuren herauszufinden, hat sich bei mir so ein bisschen erledigt. Es gibt Angebote, noch Kochbücher zu machen und das wird sich auch sicherlich verkaufen und so. Aber mein Interesse ist gering. Aber was dieses Weisheitsthema betrifft, die Suche nach einem Ende von Leiden, einer höheren Bewusstseinsstufe etc., ich merke, ich habe es mit diesem Roman noch nicht völlig befriedigt oder noch nicht völlig erfasst. Und ich merke an mir selber jetzt, es wird immer deutlicher, dass es mich noch fasziniert und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt noch ein Sachbuch dazu mache, so eine Art von spirituelles Kompendium. Weil mich stört auch so, es gibt so diese viele spirituelle Bücher, die ich faszinierend finde, Eckhart Tolle oder so,
und andere. Und was mich immer so ein bisschen daran stört, je älter ich werde, umso weniger eigentlich, muss ich sagen, ist so diese esoterische Dimension. Ich werde immer offener für Esoterik, wenn man so will, weil ich immer mehr verstehe, Esoterik ist eine Art von Sprache, hilflose, wenn man so will, aber es ist eine Sprache für etwas, was man sonst nicht in Sprache fassen kann und sonst auch, müsste man sagen, darüber kann ich jetzt gar nicht reden. Also versucht man es oft so mit Esoterik dann noch in Sprache zu fassen. So, und ich bin also sehr viel offener dafür geworden. Aber trotzdem merke ich, viele dieser spirituellen Bücher haben so einen stark esoterischen Charakter, mit denen finde ich, geht zu weit. Mhm. Und ich könnte mir für mich vorstellen, so ein spirituelles Buch, Weisheitslehren, egal ob sie aus dem Buddhismus oder woher auch kommen, die in so dieser Art, wie ich es oft gemacht habe, so als Überblick in einem Buch zusammenzufügen, ohne diesen ganzen esoterischen Überbau, so dass es wirklich auch in der Praxis einen Nutzen hat, dass es mir hilft, gelassener zu werden, ruhiger zu werden, noch mehr im Augenblick zu sein. Ich merke, es fällt mir immer noch schwer, obwohl es im Roman immer wieder thematisiert wird. Und vielleicht kann mir da ein sachlicher Zugang doch noch etwas mehr dabei helfen, mir in diese Richtung zu gehen, die ich nach wie vor faszinierend finde. Und dann denke ich auch, okay, dann die zweite Frage, interessiert es nur mich, ist das was Privates? Nee, denke ich, denke schon, dass es eine größere Bedeutung auch hat und dass da, obwohl der Markt ziemlich gesättigt ist, eventuell eine Chance besteht auch noch für so ein Buch. Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass wahrscheinlich dann, wenn du davon sprichst, was für eine Leidenschaft du für das Thema hattest, das Buch wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität deswegen erlangt hat, weil du mit Leidenschaft an das Thema rangegangen bist. Und deswegen so richtig überzeugend schreiben konntest, sage ich jetzt mal. Ja, und ich würde auch bei diesem Buch, ich würde mir auch wirklich Zeit lassen wieder. Und ich denke, das ist auch etwas, früher hatte ich auch dieses, ich habe eben auch schon im Gespräch gesagt, für das Liebesbuch habe ich ein halbes Jahr genommen. Ich hatte früher auch die Meinung, es muss schnell, schnell, schnell gehen. Ich muss wieder zurück in den Job. Es war natürlich teilweise auch eine Geldfrage. Mhm. Aber es war teilweise auch dieses schnelle Erledigen von Dingen, weil ich unter Druck stand. Das hat sich zum Glück arg gelegt. Ich habe jetzt auch 3 Kinder und nicht mehr die Zeit und kann es mehr und mehr genießen, sozusagen mir mehr Zeit zu lassen und nach Wochen zu gucken, ist das immer noch etwas, was ich so fühle, wie ich es hingeschrieben habe, oder würde ich es mittlerweile anders fühlen und nicht mehr so stehen lassen, soll ich es wegschmeißen und nach einem halben Jahr nochmal zu gucken. Hat es wirklich Bestand? Ändert es was? Ich meine, du hast jetzt diese Weisheit hingeschrieben. Hat es so, wie du es hingeschrieben hast, was geändert? Oder musst du es vielleicht anders formulieren oder muss es raus? So. Und also eine größere Gelassenheit, natürlich, die geht mit einer gewissen finanziellen Sicherheit auch einher, aber auch mehr genießen können, dass die Beschäftigung als solche, das mit dem Thema das Wichtigste ist und es muss nicht innerhalb eines halben Jahres erledigt sein. So würde ich mir auch für dieses spirituelle Buch gerne ein paar Jahre Zeit lassen. Ja, ist wahrscheinlich auch besser. Ja. Mit gewisser Zeit und Geduld werden die meisten Ergebnisse dann doch besser. Ja, und ich hätte dann noch eine Zeit. Passt sogar zum Thema. Ja, das stimmt. Ich hätte noch eine zweite Frage. Und zwar, ich finde die Verbindung besonders in dem Buch, ehrlich gesagt, aus Philosophie und Psychologie extrem ansprechend. Sowas fasziniert mich immer. Und ich habe mich gefragt, ob du gewisse Bücher für deine Recherche genutzt hast oder ob du vielleicht auch Büchervorschläge hast, die man sich in dem Thema angucken kann. Also einen habe ich schon genannt. Ich denke, für den Augenblick Leben hätte ich so nicht in dieser expliziten, ich habe das immer gefühlt, nicht erkannt ohne Eckhart Tolle, glaube ich. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben über die Macht der Gegenwart oder das Jetzt oder so. Ich finde seine Bücher, ehrlich gesagt, das, was ich gelesen habe, ich finde es ja so ein bisschen von den schreiberischen Fähigkeiten so ein bisschen ein Chaos, hart gesagt. Ich finde es
extrem beeindruckend, wie er das durchdrungen hat von den Gedanken und zu welchen Erkenntnissen er kommt. Da kann man auch eine Menge YouTube-Videos sehen. Und deshalb braucht man nicht unbedingt sein Buch zu lesen. Und auch da in den YouTube-Videos finde ich ihn sehr beeindruckend. Der sitzt einfach da und redet über diese Sache und immer wieder über dasselbe, aber immer wieder in einer Art und Weise, dass du fasziniert bist und sagst, ja, das stimmt. Also den würde ich in erster Linie, glaube ich, nennen für diesen Aspekt. Sozusagen im Augenblick sein. Ansonsten habe ich wenig eigentlich so Sachliteratur. Auch Tolle habe ich nicht wirklich gelesen, weil ich dachte, ach, das kannst du für dein Buch brauchen. Also das war schon, der Roman war insofern schon wirklich anders als die Sachbücher, als es schon so aus meinem Innern herauskam. Natürlich habe ich das auch, vieles davon auch dann irgendwo aufgeschnappt. Es gibt irgendeine Geschichte mit einem Elefanten, der sich nicht los zu, der irgendwie ein angeketteter Elefant, das ist einfach eine Geschichte, die habe ich in einem Buch mal gelesen. Die, ja, das habe ich mich auch, tatsächlich. Ja, also dieses Buch, jetzt kann ich dir zeigen, weil es liegt hier zufällig neben mir. und das ist die erste Geschichte und man sieht es auch. Jorge Bouquet, argentinischer Autor, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und die erste Geschichte ist von diesem angeketteten Elefanten, der sich auch als großer Elefant, der stark ist, nicht von dieser kleinen Eisenkette da losreißt. Und man sich fragt, warum eigentlich nicht? Und darauf gibt es dann in der Geschichte eine sehr interessante, wie ich finde, bemerkenswerte Antwort. Ja. Also das ist die einzige Geschichte, die ich so direkt aus so einem Buch gelesen habe, die da dann eingeflossen ist, wo es mir bewusst ist, Eckhart Tolle mit diesem Leben im Moment. Ansonsten wenig so oder eigentlich keine direkte Literatur benutzt, die sozusagen in dieses Buch hineingeflossen ist. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Das finde ich auch faszinierend. Ja, weil da waren so viele ich weiß nicht, philosophische Ansätze drin, ich sage, also oder Weisheitsansätze, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich das schon erstaunlich. Ich hätte tatsächlich. Die schnappt man natürlich hier und da auf, ne? Aus Texten, aus Weisheitslehren, aus Büchern auch, auch von Menschen natürlich, von Vorträgen und so weiter. Aber so einzelne Werke, wie ich das so beim Sachbuch dann sehr viel klarer vor Augen habe, habe ich hier nicht. Ja, finde ich total spannend. Also wirklich, ich fand das Buch wirklich beeindruckend. Deswegen vielen Dank auch für die Antworten. Ja, danke. Nee, freut mich zu hören. Ja. Alles klar. Okay, gut, ich lasse euch mal zum Podcast. Ja, danke sehr, Annika. Danke dir. Ja, es war schön zu hören. Dann vielen Dank. Ja. Ja, danke, tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, das war jetzt witzig, ne? Gerade, also Annika und du hattest gerade noch darüber gesprochen, was im Buch am Ende passiert und worum es tiefergehend geht, aber das wollen wir natürlich nicht verraten. Ich habe am Ende des Podcasts immer noch kürzere Fragen, beziehungsweise die Fragen sind nicht kurz, aber ich bitte um kurze Antwort. Und damit fangen wir direkt an. Die erste Frage möchte ich auch einläuten mit einem Zitat von dir, welches ich in einem Interview gefunden habe. Ich meine, das war vom Manager-Magazin. Kann auch vielleicht aber von deiner Website sein. Ich glaube aber von diesem Interview. Der Ernährungskompass hat mir finanziell die Möglichkeit gegeben, meinen Traum zu leben und das Risiko einzugehen, ein Jahr lang zu machen, was vielleicht schiefgehen könnte. Ich dachte, jetzt muss ich es einfach probieren. Wie ist das, wie denkst du über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen? Glaubst du, dass wenn mehrere Menschen diese Freiheit hätten, mehr, was heißt aus sich machen würden, aber kreativer Sachen erschaffen würden? Ja, ich denke, ich halte ein kleines Grundeinkommen für nicht unvernünftig. Und fände es ideal, wenn es so klein ist, dass immer noch sehr viel Spielraum bleibt, um den Ehrgeiz nicht ganz zu ersticken. Aber ich denke, das ist gegeben.
Ich denke, das ist leicht praktisch umzusetzen, dass das gegeben ist. Ja, ja. Das heißt, für dich hat das schon die, ich sag mal, Ruhe im Kopf gebracht, dich darauf zu konzentrieren. Ja, und es erstickt nicht unbedingt ganz den, nicht notwendigerweise ganz den Ehrgeiz, überhaupt noch etwas zu tun. Nee. Ja. Also ich finde die Idee vernünftig, ja. Super. Okay, da ist ja auch in deinem Buch viel mit ich sag mal, Erziehung zu tun hat, finde ich interessant zu wissen, welchen Ratschlag du einem jungen Menschen, der aus der Schule kommt, mitgeben würdest. Nun, ich denke, einer der wichtigsten Ratschläge wäre zu realisieren, dass selbst wenn du findest, was dir liegt und gefällt und wofür du Talent hast, selbst dann wird die Reise noch ziemlich holprig und schwierig und du wirst, du wirst auf Widerstände und Mauern stoßen. Und das ist okay, solange du eben merkst, dass diese Mauern nicht dazu da sind, dich vollends davon abzuhalten, sondern die immer wieder signalisieren, wie wertvoll das ist, wohin du dich bewegst, wie sehr du das selber wirklich willst. Und dass du immer als junger Mensch, dass du realisierst, diese Widerstände hat es für jeden noch gegeben. Für jeden. Und der Punkt ist nicht sozusagen davon zu träumen, dass es die nicht mehr gibt, sondern du solltest sie fast dir wünschen, auch wenn das natürlich so schwierig ist in so einer Situation. Du solltest sie für dein Leben wünschen, weil sie dir eben zeigen, wie sehr du das, was dir vor Augen schwebt und was du dir vorgenommen hast, wie sehr du das wirklich willst. Und wenn du es wirklich willst, wirst du es hinbekommen. Das ist eine sehr schöne Antwort. Danke dir. Die dritte und letzte kleine Frage. Sagt dir das Buch Big Five for Life was? Ja, von John Strelecki. Genau. Ich habe das angefangen zu lesen. Und das reicht für die Frage. Okay. Und zwar die Metapher des Museumstages, die kommt ja direkt am Anfang. Ja, ich kann mich düster daran erinnern. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Okay, also es geht quasi darum, dass wenn, nachdem man aus dem Leben gegangen ist, wenn es ein Museum gäbe und diese Bilder in diesem Museum beschreiben dein Leben. Also wenn Leute davor stehen und dieses Bild angucken, lernen sie dich kennen. Ja. Was, Bas, ist für dich ein Museumstag? Ich denke, auf den Bildern würden viele sozusagen Kämpfe dargestellt, aber nicht brutale Kämpfe, einfach Kämpfe zwischen einem Krieger und einem Tier, die auf Respekt basieren, nicht brutal sind, sondern auf Respekt basieren. Ich denke, das würde mein Inneres sehr gut darstellen. Ich glaube, viele Leute haben so das Gefühl, oh, was kannst, wenn er was schreibt oder wenn er was vorhat, dann sagen die Verlage alle, ja, ja, ja und toll und das funktioniert alles und die Bücher werden alles Bestseller und so und ist das alles wunderbar. Aber ich kann wirklich ehrlich sagen, alle meine Bücher von Anfang an bis hin sogar zu dem letzten, dem Roman, waren ein Kampf. Beim Ernährungskompass wurde sie erstmal abgelehnt und jetzt beim Roman sogar hat auch der Verlag gesagt, bei dem ich den Ernährungskompass gemacht habe, hat gesagt, Sachbuchautoren können keine Romane und ich habe wieder einen neuen Verlag gesucht. Und mittlerweile habe ich die Einstellung, ich glaube, dieser Kampf wird nie einen kampflosen Moment geben. Und das ist irgendwann mal... Ja. Wie ich es eben schon geschildert habe mit den Widerständen, ist es auch okay. Solange es auf Fairness basiert wahrscheinlich, ne? Ja, nein, das sind natürlich, das sind faire Kämpfe. Es ist nicht, man darf Sachen ablehnen und man darf skeptisch sein. Andere sind nicht immer sofort begeistert von deiner Idee. Oft bringt es dich ziemlich weit, wenn du selber wirklich Feuer und Flamme bist. Super, danke dir. Okay, wir kommen jetzt zum Ende. Und Bas, wenn man sich mit dir in Kontakt setzen möchte,
Wie kann man das am liebsten machen? Was hast du da gerne? Wo kann man dich erreichen? Ja, man erreicht mich insofern schlecht, als ich einfach keine Zeit habe. Also ich meine, ich habe 3 Kinder, meine Frau ist voll berufstätig. Jetzt sprechen wir gerade, mein erster Sohn kommt hier schon an, also ich werde nachher runterrennen und dem seine Müsli hinstellen und seine Milch und mich mit ihm unterhalten und seine Hausaufgaben ein bisschen betreuen. Insofern, ich habe einfach irre, irre wenig Zeit. Wenn man mich unbedingt erreichen will, wenn man hartnäckig ist, dann wenn man kämpfen möchte. Erreicht man mich, wenn man sucht, über E-Mail. Okay, gut. Dann würde ich einfach den Website-Link von dir dann mit in die Beschreibung machen. Ja, also mit etwas Spürsinn ist es möglich. Okay, sehr gut. Gerade, weil du gerade sagtest, sehr wenig Zeit, war es vielen, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Sehr gern, Philipp. Es war unglaublich inspirierend. Ich denke, das wird für viele noch sehr inspiriert sein. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir tatsächlich irgendwann ein zweites machen. Spätestens bald am nächsten neuen Buch. Das kann dauern, aber vielleicht auf dem Weg dorthin, wenn mir diese Thematik schon vielleicht etwas klarer wird. Sehr gern. Also wenn du natürlich Ideen hast und sagst, hey, jetzt hätte ich wäre ich gern wieder in den Podcast, dann sag mir bitte Bescheid. Ja, es gibt ja die unbeantworteten Fragen auf deinem Zettel, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Dann mache ich vielleicht noch mal so eine. Wahrscheinlich kommen wir dann beim nächsten Podcast auch gar nicht dazu. Wir schauen mal. Ich behalte die Fragen auf jeden Fall. Ja, aber ernsthaft können wir sehr gerne machen. Sehr gerne. Also jederzeit, wenn du eine Idee hast. Du weißt, ich begebe mich jetzt auf diese spirituelle Reise und also sobald es in diese Richtung geht, bist du schon mal bei mir, rennst du schon mal offene Türen ein. Sehr schön. Okay, Bas, ich danke dir. Danke dir an die Zuhörer, danke dir, Zuhörerin. Ja. Und bis zum nächsten Mal.